Kurznachrichten. Dänemark will Einwanderern nur staatliche Hilfe zahlen, wenn sie arbeiten. Wir wollen eine neue Arbeitslogik einführen, bei der die Menschen die Pflicht haben, einen Beitrag zu leisten und sich nützlich zu machen. Auch die Taliban wollen Neues. In Afghanistan werden künftig in allen Lebensbereichen die Scharia-Regeln gelten. Gleichzeitig verpflichten sich die Taliban, ernsthafte Schritte zu unternehmen, um die Menschenrechte im Rahmen des Islam zu wahren. Den Kontext Menschenrechte und Taliban liest man in westlichen Medien eher selten. Gerne wollen wir aber daran erinnern, dass die Taliban eben auch Menschen sind. Das am Mittwoch, den 8. September 2021. Die Taliban geben die Übergangsregierung in Afghanistan bekannt. Auch wollen sie in Ostafghanistan 80 IS-Kämpfer gefasst haben. In Kabul sind Proteste ausgebrochen. An der Demo, die sich diesmal gegen Pakistan richtet, sollen auch Frauen teilnehmen. Eine gerechtere Welt ist möglich. So heißt ein neues Buch des türkischen Präsidenten Erdogan. Es berichtet die Agentur Anadolu. Die Kernthemen des Buches sind die UN und der Aufruf zur Neustrukturierung des Sicherheitsrates, da die Welt größer als 5 ist. Auch hier erinnere ich, Erdogan ist ein Mensch, er hat nichts mit Ziegen zu tun, um an das Niveau der öffentlich-rechtlichen Satire zu erinnern. Ein Verbund aus 45 Hilfsorganisationen hat die griechische Migrationspolitik auf den Inseln des Landes kritisiert. Die Zahl der Toten durch Spätfolgen der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA übersteigt offenbar die Zahl der Opfer am Tag des Angriffs. Unter anderem hatte sich durch den Einsturz eine Wolke giftiger Dämpfe über das gesamte Viertel von New York gelegt. Viele Anwohner erkrankten später an Krebs. Bei Angriffen auf eine türkische Militärbasis in Nordsyrien gab es einen Toten und 4 Verletzte. Gestern hat Angela Merkel wahrscheinlich ihre letzte Rede im Bundestag gehalten. Die Grünen bekommen ihre bisher größte Einzelspende, 1,25 Millionen Euro. Der ukrainische Außenminister hält US-Militärhilfe für das beste Signal an Russland. Annalena Baerbock will sich für den Abzug der US-Atombomben aus Deutschland einsetzen. In Regensburg wurde eine Fußgängerin auf offener Straße vergewaltigt. Die Fahndung läuft. Der britische Premier Johnson hat eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge angekündigt. Zehntausende Anhänger von Brasiliens Präsident Bolsonaro demonstrierten am Unabhängigkeitstag gegen eine globale kommunistische Bedrohung. Darüber weiß die ARD zu berichten. Vor einem Pariser Gericht beginnt heute ein Prozess um die Anschlagsserie vom November 2015. Ab heute kann in El Salvador offiziell mit Bitcoins bezahlt werden. Corona, Robert-Koch-Institut, 13.565 Neuinfektionen. Tagesinzidenz sinkt auf 82,7. Die Bundesländer haben seit Beginn der Pandemie mehr als 450 Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle durch eine Quarantäne gezahlt. Bundesweit hat Sachsen die niedrigste Impfrate. Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks mahnt zur Corona-Impfung. Niedersachsen und Bremen wollen vorerst auch Nicht-Geimpften eine Entschädigung für einen Verdienstausfall zahlen, wenn diese wegen der Corona-Pandemie in eine häusliche Quarantäne müssen. Ärztepräsident Reinhardt fordert einen Neustart der Impfkampagne. Die Möglichkeiten der Politik beim Impfen ist ausgereizt. Das meint der Berliner Oberbürgermeister Müller. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz schließt neue Lockdowns aus. Er hält Einschränkungen für Ungeimpfte für möglich. Ein 49-Jähriger ist in Japan am Tag nach der Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis des Biotechnologieunternehmens Moderna gestorben. Im tschechischen Pilsen, der Stadt des Bieres, hat sich ein Paar auf einem Kirchturm der Lust hingegeben. Nach Polizeiangaben ist es dabei erwischt worden. Nun gibt es eine Geldstrafe wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Nach dem verheerenden Unwetter im Nordosten der USA hat US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch in den Katastrophengebieten in drastischen Worten vor dem rasant fortschreitenden Klimawandel gewarnt. Er spricht von Alarmstufe Rot. Blick aufs Wetter, viel Sonne am heutigen Mittwoch. Im Nordosten ein paar Wolken. Morgen Gewitter im Süden. Zum Wochenende unbeständiger. Machabu. Alternative Music.